Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute mal meine Bestellung aus dem Jahreskatalog Mai 2021 bis April 2022 bestellen. Also das ist das gute Stück und ich habe mir da ganz tolle Sachen bestellt und die möchte ich euch heute einfach mal zeigen. Vorher, wenn ihr den Katalog noch braucht, verlinke ich euch jetzt hier oben mal unter dem weißen i meine Katalogseite. Da könnt ihr stöbern gehen und den Katalog gerne bei mir anfordern, wenn ihr das möchtet. Und ich werde euch noch was verlinken. Und zwar habe ich euch ein Video aufgenommen zu ganz vielen Katalogtipps. Das heißt, wenn ihr einfach mal Tipps braucht, weil der Katalog ja doch recht voll ist mit tollen Sachen und hier und da braucht man immer mal wieder einen Tipp. Dann könnt ihr euch gerne das Video anschauen, das verlinke ich euch jetzt auch hier oben unter dem weißen i. Da sind zum einen alle Tipps zum Katalog drin. Ihr seht, ich habe hier schon ganz viele Einmarker drin, also da habe ich euch jede Menge erzählt. Alles, was man so wissen muss oder wissen sollte, was halt gut ist zu wissen. Und auch die aktuellen Aktionen, also das Einsteigerangebot und natürlich auch das Angebot für die Shopping-Vorteile, erkläre ich in dem anderen Video nochmal ganz genau. Da könnt ihr gerne mal noch vorbeigucken und schauen, ob da vielleicht der ein oder andere super Tipp für euch dabei ist. Genau. Und jetzt kommen wir schon zu meiner wunderbaren Bestellung. Ich freue mich sehr. Also ich habe, das ist glaube ich jetzt alles aus dem Jahreskatalog, außer dieses eine Stempelset, das zeige ich euch aber gleich noch. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich räume ein bisschen auf, stelle alles mal auf die Seite und dann können wir alles zusammen in Ruhe anschauen. Da nehme ich euch dann auch ein bisschen näher hin. Also starten möchte ich mit dem Spannendsten, wie ich immer finde. Das sind immer Sets, also Stempelsets und die passenden Stanzen dazu. Oder Stempelsets mit Stanzformen, also mit Handstanzen. Das finde ich ist immer so das Spannendste, weil man das immer ganz gerne anschaut. Und da möchte ich heute starten. Und ich habe mir als erstes ein Set bestellt, das ein bisschen blumig ist. Also konturiert und koloriert heißt das Ganze. Dazu gibt es wunderschöne Stanzformen mit ganz tollen bestickten Rahmen. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal ein bisschen näher. Also so sieht das Stempelset aus. Das ist ein Klarsicht-Stempelset. Achtung, die neuen Stempelsets haben hier innen auch so eine abgedruckte Nachbildung von allen Stempeln in der Originalgröße. Da könnte man sich jetzt die Stempel rausnehmen und hier direkt draufkleben. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, hier sind ja immer noch diese zwei Folien, diesen Stempel rausnehmen und hier genau positionieren und kann den dann einfach beim nächsten Mal hier rausnehmen. Also diese Abdrücke sind jetzt nicht mehr auf den Folien hier abgedruckt, sondern gleich direkt in dem Stempelset. Genau. Also das ist ein Klarsicht-Stempelset, das ist immer super zum Positionieren und ich fand die Blumen total schön. Und die Stanzformen sind auch wirklich total schön. Wir haben hier einmal so eine tolle Wellenbordüre, die Blume, die zweite Blume, die da drinnen ist. Und was ich eben ganz besonders cool finde, sind diese Rechtecke. Die sind alle unterschiedlich gestaltet. Also die sind auch mit diesen gestitchten Formen, also mit diesen Mustern. Und ihr seht, das ist nicht alles gleich, sondern da ist jede Form anders, besonders. Und das finde ich halt super, weil da kriegt man ganz tolle große Sprüche auch unter, kleine Sprüche unter. Man könnte das zum Beispiel auch als Kartenleger verwenden, das große, und darauf dann das eigentliche Motiv machen. Und man hat halt diese Auswahl, weil man einfach so viele verschiedene Muster dann quasi mit reinprägt in diese Stanze oder mit reinstanzt. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Total cool. Also ein ganz schönes Set, wie ich finde. Ein Set, das natürlich sofort auf meine Muss-ich-haben-Liste kam, das sind die Chillkröten. Die finde ich einfach so süß. Das ist eine Handstanze mit, also einmal mit der Schildkröte und mit den Augenpunkten von der Schildkröte. Ihr könnt da auch zum Beispiel nur den Panzer dann ausstanzen, wenn ihr euch das unten dann einfach abschneidet. Und dann nochmal drüber setzen. Das sieht man im Katalog auch ganz gut als Beispiel. Ich suche mir das mal kurz her, dann zeige ich euch das kurz. Bei diesem Bild im Katalog, das ist auf Seite 56, sieht man, dass die Schildkröte aufgestempelt ist und oben drüber der Panzer ist einfach nochmal aufgestempelt und danach ausgestanzt. So hat es noch ein bisschen Erhöhung. Also wenn ihr den Katalog vor euch habt, dann seht ihr das ein bisschen genauer. Aber ich glaube, man sieht sogar in der Kamera ganz gut. Also auch immer ganz gerne diese Beispiele anschauen und gucken, wie ist das vielleicht gemacht worden. Das finde ich immer total spannend. Und genau, so könnt ihr das super nutzen. Und es sind einfach total süße Sprüche in diesem Set. Also tollen Geburtstag, in der Ruhe liegt die Kraft, schön, dass du da bist. Das ist auch super als zum Beispiel als Gastgeschenk, so schön, dass du da bist, wenn man das irgendwo braucht. Das ist immer ein super Spruch. Freunde fürs Leben ist auch total süß. Sei mal eine Chillkröte, das könnte man zum Beispiel hier unten drauf stempeln.
Und ja, nachträglich zum Geburtstag, ich werde zum langsam, passt natürlich auch total süß. Also das war wirklich ein Set, das ich, ja, das habe ich mich gleich verliebt. Und ich liebe es ja, Handstanzen. Wenn ihr jetzt meine Videos schon länger verfolgt, dann wisst ihr das, dass ich einfach mit Handstanzen, ich finde die einfach großartig. Und ich freue mich auch sehr über dieses Set. Dann habe ich zwei Stempelsets, die jetzt keine Set-Verbindung haben. Also einmal die kreativen Tage. Ich glaube, die habt ihr schon massenhaft gesehen, weil die kommen richtig gut an bei allen anderen Demonstratoren, Kollegen natürlich auch, Kolleginnen und Kollegen. Und ja, das ist wirklich ein ganz tolles Set, weil man da einfach den ganzen Kalender stempeln kann. Und ihr habt wunderschön geschrieben, finde ich, einmal natürlich die Monate und auch die Sprüche, die da drauf sind, sind sehr schön. Und diese kleinen Elemente, so kleine Luftballons oder so, ein kleines Herz oder so eine kleine schöne Blüte, das kann man immer super unterbringen. Ja, und das Tolle an diesem Set, da gibt es noch einen Tipp, den ich euch ganz gern sagen möchte. Dieser eine Stempel ist ja total groß. Und da kommt es ja immer darauf an, wo geht mein Monat los. Und der geht ja nicht immer beim ersten los. Also wir haben jetzt hier, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen, nehmen wir einfach mal einen Stempelblock. Hier geht es ja bei der 1 los. Sieht man jetzt schlecht. Ich glaube, das sieht man hier innen drin vielleicht ein bisschen besser. Also dieser ganz große Stempel ist dieser Stempel, den ich jetzt hier rausgenommen habe. Und das Tolle ist, dieser Stempel passt genau in die Größe von dem Stempelkissen, also von der Breite. Das heißt, ich kann immer nur diese Position stempeln mit Farbe voll machen und kann mir das jetzt eben verschieben. Ich sage zum Beispiel, der erste geht jetzt hier los, dann nehme ich mir das so auf und ich muss da gar nicht viel abkleben, außer vielleicht, wenn ich keinen 31. habe, sondern ich kann es einfach so lassen, weil der Stempel von der Breite genauso groß ist wie das Stempelkissen. Also ich hoffe, ihr seht es einigermaßen. Ich denke, ich mache da bestimmt mal eine Karte dazu oder so, dass ihr das besser seht. Aber das Coolste an der Sache ist, dass man das nicht überkleben muss, sondern dass die Breite von dem Stempel dann auch immer auf das Kissen passt. Perfekt, genau. Und das wollte ich euch einfach zeigen als Beispiel, dass man hier nicht total viel abkleben muss. Wenn ich jetzt den ersten hier habe am Freitag, Samstag, Sonntag, dann muss ich vielleicht den 31. abkleben. Also den kann ich mir ja dann mit einem Washi-Tape oder so ein Post-it abkleben. Aber ich muss mir nicht diese Seiten unbedingt abkleben. Das passt perfekt, weil die eben super in das Stempelkissen reingehen, von der Größe, von der Breite. Genau. Also das ist so ein kleiner Tipp am Rande. Aber das ist natürlich ein schönes Set. Und man hat dann auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag einfach nochmal extra als Stempel und kann es dann oben drüber setzen, wo es eben losgeht in der Woche. Also sehr cool und sehr schöne Schrift, finde ich. Und was ich auch total schön finde, auch von der Schrift her, ist das Set Kreativ mit Freunden. Und da fand ich auch toll, dass wir endlich mal kreativ als Spruch haben. Irgendwie hat mir das gefehlt. Und willkommen finde ich auch schön, also vielleicht auch fürs Team oder so, für eine Teamkarte. Natürlich kann man das in jedem Bereich kombinieren, also zum Beispiel gemeinsam kreativ oder für immer Freunde oder Glück könnte man jetzt zum Beispiel mit gemeinsam, was für ein Glück könnte man zum Beispiel kombinieren. Also man könnte das so aufstempeln, dass man das entweder sehr nah aneinander setzt mit zwei verschiedenen Farben oder so. Das fand ich einfach toll und ja, ist auch ein Klarsichtset, also wieder super zum Positionieren und das fand ich auch ganz cool, wenn man da ganz viel Freiheit hat und das für sehr viele Möglichkeiten super nutzen kann. Und dann gibt es noch ein paar Sets, die sind nur als Tanzformel erhältlich, beziehungsweise da ist es jetzt nicht so, dass man das kombinieren muss mit einem Stempelset oder so, sondern ich habe mir noch zwei Stanzen ausgesucht, die ich eben mit meinen vorhandenen Stempelsets kombinieren möchte. Und zwar ist das einmal diese wunderbare Drehscheibe. Die finde ich ja total cool. Das ist mein absoluter Favorit im Katalog. Und da sind richtig tolle Stanzformen dabei. Der richtige Dreh nennen sich diese Stanzformen. Und da kann man so Drehkarten machen. Muss ich euch auch im Katalog mal kurz zeigen. Es fällt dann nämlich gar nicht so richtig auf. Genau, das ist jetzt im Katalog auf Seite 57. Man hat eine Empfehlung zu einem Stempelset, aber man muss das nicht zusammenkaufen oder
Also für mich war es jetzt nicht so ganz das Stempelset meiner Wahl. Es ist auch nur in Englisch erhältlich. Aber hier oben sieht man als Beispiel mal so eine Drehkarte. Und da kann man eben hier dann drehen an der Seite, an dem Rädchen. Und dann verändert sich natürlich das Fenster hier oben, das man da so reingebaut hat. Und es ist so schön. Ich finde es so toll. Und es hat mich so angesprochen. Und ich freue mich da echt drauf, das auszuprobieren. Und es ist ein bisschen, im Katalog ein bisschen, geht es ein bisschen unter, finde ich, vom Finden. Denn es stehen nur hier Stanzformen der richtige Dreh und dann die Seitenangabe Seite 163, wo man es sich nochmal anschauen kann. Aber es ist jetzt nicht so rausgehoben, dass man gleich sieht, was ist eigentlich in den Stanzformen alles drin. Und deswegen ist es schön, wenn man es jetzt vor sich hat. Man kann es natürlich auf Seite 163 nochmal gut anschauen, aber also das ist echt eine coole Sache. Ihr habt eben hier die Grundkarte, dann diese Drehscheibe, verschiedene Accessoires mit Wölkchen und Sternchen und die Pfeile könnte man nochmal machen. Also das ist echt ganz toll gemacht. Ihr habt ja auch so schöne bestickte Herzen nochmal. Die sind auch toll. Und so einen bestickten Kreis. Nochmal einen Kreis. Also ich glaube, mit dem Set kann man richtig viel spielen. Und ich freue mich sehr über dieses Set. Ich mag das ja immer total gern, wenn eine Karte irgendwas kann oder so, was zum Drehen ist oder so. Ich finde das sehr witzig. Und deswegen, ja, war das gleich mein Favorit. Und diese Stanzen, das sind so Bordürenstanzen. Die finde ich auch total schön. Die heißen Basic Bordüren. Die sind auch alle bestickt mit verschiedenen Musterungen. Seht ihr das? Also mal mit Punkten, mal mit Strichelein, mal mit so Wellenkreisen. Und also wenn ihr mal den Katalog anschaut, da gibt es so viele Beispiele, wo diese Stanzen verwendet sind, zum Beispiel auf einer Kartenfront oder so. Ich gucke mal schnell, ob ich das finde spontan, weil es einfach ganz häufig vorkommt und man das vielleicht auf den ersten Blick übersieht. Also zum Beispiel hier auf Seite 85, hier oben, wenn man mal so ein bisschen versteckt schaut, diese Rahmen, die sind mit diesen Bordüren gemacht. Ich hoffe, ihr seht die, weil die jetzt auch weiß sind. Aber man sieht, hier sind ist diese Wellenbordüre und die sind auf jeden Fall mit diesen Stanzformen gemacht. Und wenn ihr da ein bisschen die Bilder anschaut im Katalog, dann findet ihr immer wieder so ein Beispiel, dass man das zum Beispiel auch super schön als Vorderseite seitlich ein bisschen auf die Karte einbauen kann oder so, oder dass man natürlich das auch als Tag nutzen kann. Genau, also das finde ich auch eine tolle Sache. Wolken wären hier auch dabei, also das wäre auch witzig als Wolkenhintergrund. Und das fand ich auch total cool und habe mir gedacht, ja, die würde ich gerne in einer tollen Karte oder in vielen tollen Karten benutzen und verarbeiten. Genau. Also das waren so die Stanzen und Stempelsets. Ich habe noch ein Stempelset aus dem Mini-Katalog, das ich schon, mit dem spiele ich schon eine Weile, also im Gedanklichen. Es ist leider nur in Englisch, also das ist dieses Stempelset. Aber also es ist eigentlich toll für Großeltern, aber es ist, finde ich, auch schön, wenn man ein Baby kriegt oder also am schönsten finde ich diese Hände, die fand ich so toll. Die Sprüche wären so schön von der Schrift auch. Das ist halt leider in Englisch. Aber gut. Das ist eigentlich auch schön, wenn der Opa dem Kind den Schal macht. Also es ist einfach ein schönes Set. Also das finde ich auch süß mit dem Baby hier. Und vor allem eben die Hände, die haben mich total angesprochen. Und das ist zwar in Englisch, aber das versteht man ja immer. Also das finde ich ein total schönes Stempelset. Und mit dem habe ich eben schon lange gespielt, ob ich mir das gönnen soll oder nicht. Und ja, jetzt ist es da und ich freue mich darüber. Und das ist ein Gummistempelset. Und ich finde, man könnte auch sagen, man könnte es zum Beispiel auch für religiöse Zwecke ganz gut benutzen, weil man einfach als Kind dem lieben Gott was in die Hand gibt, zum Beispiel oder so. Also das finde ich, ist eigentlich ganz vielseitig und es muss nicht unbedingt nur für Großeltern sein oder so, sondern es ist auch einfach, ja, es kann ja auch eine Mama mit einem Kind darstellen oder so. Genau. Und das finde ich eben auch schön und habe es mir noch bestellt. Was ich dann noch habe, sind jetzt so ein bisschen. Ich habe ja nicht nur ganz neue Sachen bestellt, sondern auch ein paar Sachen, die schon länger da sind. Ich habe mir jetzt endlich die Nachfüller bestellt. Da geht es jetzt auch so ein bisschen um Infos für euch. Die Nachfüller waren jetzt lange Zeit als Set ewig in Nachlieferung oder nicht bestellbar. Und jetzt kann man sie, jetzt sind sie wieder da. Zwei fehlen mir jetzt noch. Ich habe alle vier bestellt von allen also von allen Farbfamilien. Und die sind jetzt endlich gekommen, aber die anderen sind schon auf dem Weg. Also ja. Irgendwann braucht man sie dann doch. Und die sehen dann so aus, wenn man die bestellt. Also die ganze Farbfamilie in einer Packung. Ich habe mich auch an die Inkala getraut.
Ich finde die neuen Inkeller-Farben wunderschön. Die sind echt super schön. Mir gefallen alle und ich musste mich irgendwie für eine entscheiden. Habe mir gedacht, naja, erstmal nur eine. Und ich habe mich jetzt für das Chelladon, ich hoffe, das heißt so, entschieden. Das finde ich ist ein ganz schöner Ton. Möchte ich da aber auch noch eine kleine Info sagen. Also hier unten findet ihr im Katalog auf Seite 123 die Incolor-Farben. Das habe ich in dem anderen Video auch schon erklärt. Die sind immer nur für einen bestimmten Zeitraum bestellbar. Das wollte ich euch kurz sagen. Also das steht dann immer hier oben dran. Die neuen Incolor-Farben sind jetzt von 2021 bis 2023 bestellbar. Das sind die älteren, die eben noch bis 2022 bestellbar sind. Und dann gehen die aber aus dem Sortiment raus. Und deswegen mache ich es immer so, wenn ich mir eine neue Incolor-Farbe bestelle, bestelle ich mir immer den Nachfüller gleich mit. Also Stempelkissen, Farbkarton und Nachfüller. Und das würde ich euch wirklich empfehlen, weil wenn es dann zum Ausverkauf geht in diese Richtung, dann kann es halt sein, dass es nicht mehr erhältlich ist. Und dann, ja, ist es schade, wenn man dann den Nachfüller noch brauchen würde und man kriegt ihn dann nicht mehr. Aber die neuen Incolor-Farben, die sind wunderschön. Ich finde die alle total schön und ja, mal gucken, wie lange ich standhaft bleibe und es bei dieser einen Farbe bleibt. Mal gucken. Genau, aber wie gesagt, als Tipp, bestellt euch die Nachfüller immer da gerne gleich mit dazu, dann habt ihr ihn und dann braucht ihr euch nicht mehr Gedanken machen, wenn die Farbe aus dem Sortiment geht, dass ihr dann eventuell keinen mehr bekommt. Diese Incolor-Produkte sind dann immer am schnellsten weg. Dann habe ich mir noch so ein bisschen Accessoires bestellt oder Brotausmaterial. Ich habe mir noch mal einen Reinigungsprofi bestellt, den finde ich einfach super schön. Praktisch. Meinen habe ich in so einer Kiste drin. Der ist jetzt auch relativ hart, also ich lasse ihn immer austrocknen und sobald ich den einsprühe mit Wasser, wird er wieder ganz weich und elastisch. Der sieht jetzt so aus, also es ist noch lange nicht so, dass ich den nicht mehr benutze, sondern den benutze ich noch wesentlich länger und dann kann ich ihn immer noch umdrehen. Aber ich habe mir gedacht, ich wollte den auch ein bisschen kleiner schneiden und dann vielleicht für mein Stemparatus auch zum Saubermachen mal schnell zwischendurch nochmal einen benutzen. Also den liebe ich total, den Reinigungsprofi. Einfach Wasser drauf sprühen, dann wird es eben wieder weich, dann tupft man seinen Stempel da rein und schon ist es sauber. Voll easy, kann man mal gebrauchen. Dann habe ich mir noch für mein Ablagesystem so Deckel bestellt. Die kommen in so einen kleinen Karton. Habe ich auch noch nicht gehabt, also ist jetzt ganz neu. Ein Deckel, da kommen dann meine ganzen Nachfüller rein. Und der kommt dann oben drauf auf meine Blends-Ablage. Genau. Und ich habe mir auch noch Embossing-Pulver bestellt. Das ist ja jetzt immer in so Dreierpacks. Also es ist nicht so, dass es nicht mehr im Sortiment ist, sondern es ist so, dass es in Dreierpacks jetzt immer bestellbar ist. Da gibt es zwei verschiedene Bestellnummern für zwei verschiedene Embossing-Pulver. Muss mir auch schnell suchen, dass ich euch das zeigen kann. Genau, die sind jetzt auf Seite 128 und hier oben sieht man die Farben ein bisschen und hier unten sind die Bestellnummern und man sieht nochmal, welche Farbe ist in welchem Set. Genau, Metallic-Farben oder die Basics. Genau, die sind jetzt eben in Dreier-Sachen. Was ich euch immer empfehlen kann und das wollte ich euch mit diesem Beispiel noch zeigen, schaut doch immer mal wieder in die Ausverkaufsecke von Stampin' Up! Vom Online-Shop. Ich verlinke euch hier oben mal meine Webseite, mit dem, wo ihr zum Online-Shop kommt und dann gibt es oben zum Auswählen die Ausverkaufsecke und da gibt es immer noch ein paar Schnäppchen und da kann man sich immer noch was sichern. Ich habe mir jetzt hier so Perlmutt-Hintergrundstanzungen ausgesucht. Die sind da eben für einen super günstigen Preis und ich mag die so gerne. Ich finde die so schön. Die schimmern ein bisschen. Ich glaube, man sieht es nicht in der Kamera. Hinten sind sie nur weiß. Kann man für beide Seiten verwenden und ich mag das immer ganz gern unter der Karte irgendwo hinten hinterm Etikett noch rausspitzeln oder so. Deswegen, ja, als Tipp schaut da immer gerne in die Ausverkaufsecke vorbei. Da gibt es immer noch schöne Rabatte und ganz coole Sachen. Und jetzt habe ich noch was, wo ich euch ein bisschen informieren möchte. Denn es gibt ab 1. Juni 2021 solche Sets. Und zwar, diese Sets, die habt ihr auf Seite 9, findet ihr, dass es so Sets gibt. Aber ihr seht jetzt noch nicht, was ist das alles genau, was ist da dabei oder so. Das sind ja nur Beispiele hier. Sondern ihr müsst wissen, dass es die immer nur im Online-Shop gibt. Also im Online-Shop seht ihr, okay, da gibt es dieses Set aktuell und das kann ich jetzt bestellen. Wenn ein Set rausgenommen wird oder ausverkauft ist, dann ist das eben nicht mehr im Online-Shop einsehbar. Also ganz wichtig, das sind jetzt keine Produkte, die den ganzen Katalog gelten oder die dann immer wieder nachkommen. Es kann mal sein, dass das ein oder andere Set wieder nachkommt, wenn es wieder eingetroffen ist im Lager.
Aber es ist jetzt nicht so, dass es, dass man sich da total drauf fixieren kann und kann sagen, ich kann das in einem halben Jahr immer noch bestellen, sondern das sind eben einfach kreative Sets, die das Sortiment immer mal wieder wechseln oder verlassen können und die man halt nur so lange vorratreich bestellen kann und die man immer nur im Online-Shop sieht. Genau, also wichtig ist, guckt im Online-Shop vorbei, schaut euch die Sets an, was gibt es gerade und das kann ich mir dann bestellen, wenn ich das gerade gesehen habe. Es wird Ende 2021 weitere Sets geben. Momentan sind es 10 Stück. Eins davon zeige ich euch jetzt gleich mal. Und ihr müsst halt gucken, diese 10 bleiben nicht als feste Zahl stehen. Also es werden nicht immer 10 Sets verfügbar sein, sondern wie gesagt, was weg ist, ist weg, was da ist, ist da. Und ab 2022 sollten regelmäßige neue Sets rauskommen. Genau. Alles, was nicht bestellbar ist, wird dann eben auch nicht im Online-Shop angezeigt. Es gibt keine Mindestanzahl, also es ist nicht so, dass es immer 10 Sets gibt, sondern das ändert sich eben. Und es kann sein, wie gesagt, dass ein Set eventuell nicht mehr bestellbar ist, also dass es das nicht mehr gibt und dass es dann aber nach einer Zeit wieder bestellbar wird, falls wieder was im Lager eintrifft oder das Set zu gut ankam, die Jahreszeit passt und dann wird es nochmal für die Kunden zur Bestellung freigegeben. Die Sets mit Stempel, also es gibt zwei Unterschiede, einmal mit Stempelset und einmal ohne Stempelset. Mit Stempelset kostet es 23 Euro und ohne Stempelset kostet es 14,50. Genau, und ich zeige euch jetzt mal eins mit Stempelset, das mir total gut gefällt. Und das packen wir jetzt einfach mal zusammen aus. Erstmal, bevor ich es aufmache, coole Kiste. Also ihr seid ja wahrscheinlich genauso bastelverrückte Sammler wie ich. Ich liebe Kisten, ich liebe so kleine Sachen, wo man was reintun kann. Und solche Kisten kann man dann auch immer noch gut weiterverwenden, wenn die leer sind. Und das ist schon mal ganz cool. Und das ist jetzt, wie gesagt, ein Stempelset mit Stempel. Also ein Stempel, wie sagt man, ein Set mit Stempelset. Genau. Und das packe ich jetzt einfach mal aus, was da alles so drinnen ist. Und zeige euch das mal kurz. Eine Kartonage. Gut. Ich habe mich jetzt hier entschieden für das Kartenset Nostalgische Rose, so nennt sich das Ganze. Das ist im Hauptkatalog ein bisschen abgebildet, da könnt ihr noch ein bisschen gucken. Aber wie gesagt, das sind auch nicht alle abgebildet. Also so richtig abgebildet sieht das ja nur im Onlineshop. Hier der Name und ein bisschen so die Bilder kann man schon sehen, wie die Karten dann ausschauen. Man hat halt immer so eine Anleitung dabei. Die ist auch gut verständlich, also mit gut bebildert, sagt man mal so. Und sieht hier die verschiedenen Möglichkeiten, was man machen kann. Bei dieser Rosenverpackung ist auch noch so eine Acetatbox dabei, also so eine durchsichtige Box, die man noch gestaltet. Und dann sieht man auf der Rückseite, was alles in diesem Kit enthalten ist. Genau, das zeige ich euch jetzt auch live. Also wir haben einmal ein kleines Stempelkissen, so einen kleinen Spot in Granit. Wir haben so kleine Mini-Klebepunkte, die haben immer noch so eine kleine Fläche oben drüber und dann kann man die abziehen. Wir haben drin einmal Dimensionals, die sind groß, ganz normal, die kann man sich auch kleiner schneiden. Eine Kordel in Weiß und ein paar Glitzys in den Farben, die eben im Set enthalten sind. Das finde ich jetzt ganz schön gemacht, dass das so ein bisschen separat ist, dann verliert man nichts, wenn man es auspackt. Also das Ganze war noch eingeschweißt, das habe ich natürlich jetzt schon weggemacht für euch, dass ich hier nicht so viel auspacken muss, sondern dass das übersichtlich ist. Was auch immer ganz cool ist, ist, dass da ein Acrylblock drin ist. Der ist dabei und den kann man natürlich danach jederzeit weiterverwenden. Der hat eine sehr schöne Größe, das müsste so ungefähr D sein. Gucken wir mal. Das ist der D, oder? Ja, genau, der D. Also von der Größe perfekt. Das ist so eine Form, die ich von der Größe sehr, sehr gerne benutze. Die sind nur nicht ganz so dick wie die man normalerweise im Sortiment kauft. Aber es ist auch in Ordnung. Dann habe ich jetzt hier dabei so Wellkartonpapier. Seht ihr das? Ist ein bisschen fester und so wellig. 3 Stück. Ich habe Kuverts dabei. Die sind jetzt weiß. Außen und innen auch schön. Oh, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ganz dezentes Grün. Ich würde sagen, das könnte Lindgrün sein. Und das ist so ein gelblicher Ton mit so Punkten. Ich hoffe, ihr seht es. Es ist sehr, sehr, sehr zart, das ganze Set. Deswegen wird es in der Kamera nicht so gut rauskommen. Aber es sieht wunderschön aus. Dann hat man hier so aquarellige Vorderseiten. Die sehen auch total schön aus. In verschiedenen Größen. Und was ich ganz, ganz besonders schön finde,
ist diese Rose da. Seht ihr das? Diese Blumen und diese Rose, das ist da eben schon aufgedruckt. Das kann man jetzt so nicht stempeln. Aber das ist also wirklich wunderschön, finde ich. Genau, hier kommen noch mehr Karten. Karten sind jetzt hier bedruckt mit so ein bisschen Granit. Sind jetzt drei Stück. Ah, cool. Ah ja, genau, das ist diese Bordüre für diese Acetatschachtel. Die Schachtel ist hier. Das ist so eine durchsichtige Schachtel, seht ihr, die kann man ganz einfach aufklappen. In Form falten und dann kann man da seine Karten auch reinkriegen. Man muss da vorher noch diese Folie abziehen. Das sieht man hier eigentlich ganz gut, dass man das noch abziehen kann. Und da macht man halt dann so eine Bordüre außenrum und kann die verzieren. Und das Witzige ist, dass da schon ein Klebeband dran ist. Also das ist wirklich schon perfekt vorbereitet. Das ist eben die Bordüre für die Schachtel. Dann haben wir nochmal Kuvert. Jetzt seht ihr das schön, dass es auch innen so farbig bedruckt ist. Und jetzt kommen noch ein paar Kartenfronten. Einmal mit wie so Schreibmaschinentext drauf. Drei Stück. Und dann nochmal drei Stück mit so gelblichem Hintergrund. Auch sehr schön, finde ich. Ja, mir gefallen die Farben gut, die Motive gut. Dann haben wir hier vorgestanzte Fähnchen und einfach so Streifen. Also hier sind die Fähnchen, seht ihr? Man kann es einfach so rausbrechen und hier sind so Streifen für die Hintergründe. Alles schon vorgestanzt. Hier haben wir nochmal eine schöne Blüte und zwei Blätter. Die kann man sich auch einfach so durchbrechen. Und genauso ist es mit den Etiketten. Die bestempelt man dann einfach und kann die sich dann einfach hier so rausbrechen. Man braucht keine Stanze, keine Stanzmaschine, gar nichts. Man kann einfach loslegen und losbasteln. Und das hier ist das Stempelset, damit ihr das lesen könnt schön. Also mit wirklich schönen Sprüchen, die man immer gebrauchen kann, mit einer schönen Blume und mit einem Blatt. So kann man wirklich sich auch, also man kann das ja für alle Karten verwenden. Man muss ja nicht nur das hier basteln, sondern man kann das ja für die nächste Karte zum Geburtstag oder zum Muttertag ist hier auch ein schöner Spruch, alles Liebe zum Muttertag. Also kann man das ja super weiterverwenden und eben mit der Blume und mit den Blättern super schön arbeiten. Also das ist jetzt alles drin in diesem Set. Ich gucke mal, ob dran steht, für wie viele Karten das Ganze ist. Sonst müsste ich es mal zählen. Hier stehen auf jeden Fall noch die Farben auf Schwarz, Kalypso, Flamingorot, Granit, Minzmakrone und Safrangelb. Ah, Minzmakrone ist es. Ja, sehr schön. Genau. Ja, da sieht man nochmal die Kartenbeispiele. Könnt ihr das gut sehen? Also ich finde es ganz toll. Ich würde es gerne mit euch durchbasteln. Ich wollte es ja eigentlich in Urlaub mitnehmen, aber leider kann unser Urlaub nicht stattfinden. Auch wenn er in Deutschland gewesen wäre. Ja. Und ja, deswegen bin ich jetzt zu Hause und kann euch das gerne aufnehmen, wie man die Karten bastelt mit der Anleitung. Ich habe es jetzt leider nicht gesehen, aber es müsste für 9 Karten erreichen. Und dann nur die Verpackung. Ich glaube, es sind 9 Kartenrohlänge gewesen. Ja, also ich finde es total cool mit den Sets, vor allem, wenn man das einfach nach Anleitung basteln kann. Da muss man sich nicht groß, ja, viele Sachen überlegen. Man kann einfach mal so drauf loslegen und so für sich basteln. Das mache ich manchmal total gerne, dass ich das einfach so zum Entspannen nutze, ohne dass ich mir da große Gedanken machen muss. Ich liebe solche Sets eben auch für den Urlaub ganz besonders. Dann nehme ich die total gerne mit, weil ich da alles drin habe, was ich brauche. Und ja, perfekt ist eben auch, dass da dieser Acrylblock und die kleine Stempelfarbe drin ist und alle Accessoires, die man so braucht. Und dann packt man sich halt vielleicht noch irgendwie, wenn man gerne mit Flüssigkleber arbeitet, mit dem Flüssigkleber noch ein. Ansonsten hätte man ja auch die Dimensionals und die Mini-Klebepunkte da. Und eine Schere bietet sich auch immer an. Also weil man dann ja doch wahrscheinlich ein bisschen aus dem rausgeht, was da gezeigt wird. Und ja, dann hat man alles dabei, kann alles in einer schönen Box in den Koffer packen und ist dann total happy. Oder an einen schönen Platz fahren und da einfach für sich basteln draußen in der freien Natur. Genau, also das ist so die Idee dahinter. Ganz besonders gut geeignet ist das Ganze für Bastelanfänger, die jetzt noch keine große Bastelausrüstung haben, weil der MZ eben schon alles enthalten ist. Es ist nicht so teuer und es ist einfach, ja, ich sag mal auch ein bisschen einfacher gehalten natürlich, dass man gleich direkt losbasteln kann und dass man auf jeden Fall eine tolle Karte erzielt oder eine tolle Verpackung oder was auch immer, dass man da einfach schon ein schönes Ergebnis bekommt, auch wenn man vorher noch nie gebastelt hat. Genau, also das war so viel noch zum Thema mit diesen Sets. Ja, ihr Lieben, also das war jetzt erstmal alles aus meiner Bestellung. Ich hoffe, es gefällt euch, was ich mir so alles ausgesucht habe und ihr freut euch schon auf die Ideen, die damit kommen werden. Zu meinen Videos wird es eine kleine Veränderung geben wahrscheinlich. Also es werden ein bisschen weniger Videos kommen in Zukunft.
bei uns im Leben ändert sich nochmal was und ja, ich werde in der Zeit wahrscheinlich nicht so viele Videos produzieren können. Ich versuche jetzt erstmal alle 2 Wochen ein Video hochzuladen für euch. Ich bin wie gesagt schon fleißig am Vordrehen, also ich arbeite schon ein bisschen vor, aber ja, es gibt eine freudige Veränderung. Stichwort würde ich sagen, ist das hier, dieses kleine Bildchen hier, genau, und ja, da werden wir sehen. Also ich bin trotzdem nach wie vor einfach als Stampin'-Up-Demonstratorin tätig. Ich freue mich total, wenn ihr bei mir bestellt, über mich bestellt, gerne im Onlineshop natürlich. Und es bleibt und ich liebe meinen Shop, also ich bin total glücklich mit dem, was ich hier machen darf und danke euch an der Stelle auch ganz herzlich, dass ihr mir das möglich macht. Aber es wird halt mit den Videos wahrscheinlich ein bisschen weniger werden, weil es aus zeitlichen Gründen einfach, ja, mal sehen, wie es wird. Aber es könnte ein bisschen enger werden. Genau, jetzt wünsche ich euch eine ganz gute Zeit. Wir sehen uns auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Natürlich auch, wenn euch die Produkte gut gefallen. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ein neues Video von mir online geht. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ich freue mich auf euch, kreativiert was Neues. Tschüss!